viel zu locker, viel zu fest eingestellt. Hi, ich bin Arne, Friseurmeister und Verkaufsberater bei Herrhaus. Heute reden wir über das Einstellen der Haarschneiderscheren. Stellt euch vor, ihr fahrt mit dem Auto die Stadt und die Handbremse ist angezogen. So müsst ihr euch eine zu fest eingestellte Schere vorstellen. Das macht schon mal keinen Spaß. Zu locker eingestellt ist auch nicht so gut, weil da können nämlich Schnitthaare hängen bleiben und am Ende wird euer Schnittresultat nicht so schön. Und zur Not ist euer Kunde auch nicht zufrieden, was natürlich auch nicht so gut ist, und dann wird euer Tag auch nicht gut. Also, ich zeige euch mal ein bisschen, wie man die einstellt. Und zwar, es gibt ja verschiedene Schraubsysteme, die habe ich hier auch mal liegen. Das erste Schraubsystem könnt ihr mit den Fingern verstellen, das ist eine Stellschraube. Eigentlich das einfachste System, weil ihr da kein Tool für braucht, logischerweise. Dann haben wir nochmal so ein Spezialtool, das greift hier rein. Und nochmal eine Schnittschraube. Und die könnt ihr, Achtung, Trick 17, mit einer handelsüblichen Münze sogar verstellen. Das Ganze natürlich links auf, rechts zu, je nachdem, ob ihr locker oder fester machen wollt. Und nochmal was zu der fest eingestellten Schere oder zu fest eingestellten Schere. Wenn ihr damit schneidet, jeden Tag, müsst ihr euch das mal vorstellen. Ihr schneidet damit tausende Male diese Handbewegung. Ein paar Dutzend Kunden vielleicht, je nachdem. Und am Ende leidet auch eure Muskulatur darunter. Das Problem, die Sehnen werden belastet, ihr kriegt eine Sehnscheinentzündung. Die Reibung ist extrem, die Schere wird früher stumpf, die müsst ihr zum Schleifen geben. Auch nicht so schön. Kommen wir jetzt zum Praktischen. Wie soll das am Ende aussehen? Wie ist eine ideale Haarschneiderschere eingestellt? Das ist 100%. Und ihr solltet quasi so im letzten Viertel sollte die Haarschneiderschere zufallen. Ungefähr so. Damit habt ihr die meiste Freude und die Kunden sind glücklich, eure Haarschnitte sehen gut aus. Wunderbar. Nehmt euch einfach mal morgens die Zeit, 2-3 Minuten vom ersten Kunden die Schere einzustellen, weil eure Haarschnitte, die Kunden und eure Handmuskulatur werden es euch danken. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Herrhaus. Gemeinsam mehr erreichen.